Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Weihnachtsspecial von Star Stable. Und es geht heute mit den täglichen Weihnachtsquests weiter. Und wir haben... Nein. Und wir haben wieder Reimen. Hallo, ich mache Weihnachtsreimen für die Bewohner. Kannst du mir dabei helfen? Mir fällt einfach nichts mehr ein. Vogel, Blaubeere. Nein, das reimt sich nicht. Was reimt sich auf Stiefel? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Los geht's! Weihnachtsaufgabe reimen. Lippe, Wippe. Angel, Mangel. Mandarine, Vaseline. Was reimt sich auf Jacke? Macke. Michel. So. Damit hätten wir das auch schon geschafft. Danke, Lucia. Das hat mir viel Zeit erspart. Möglicherweise brauche ich die Tage noch einmal deine Hilfe mit weiteren Reimen. Frohe Weihnachten. Wir haben noch einen Weihnachtswunsch... kassiert. Und der zweite Weihnachtsquest von heute befindet sich in Jalaheim. Dort haben wir nämlich noch... Ja, was haben wir da noch? Ich weiß es nicht, ich bin zu blöd dafür heute. Gavin braucht unsere Hilfe, weil der Weihnachtsstern ist vom Weihnachtsbaum verschwunden. Und wir gucken jetzt gleich mal, ob wir diesen Stern finden können. Das ist ja jedes Jahr prinzipiell immer das Gleiche. Er verliert jedes Mal diesen Stern vom Baum. Und wir dürfen ihn dann wieder einfangen gehen, diesen Stern, also suchen gehen. Und ich habe mir heute den perfekten Partner dafür rausgesucht. Eigentlich sind alle meine Pferde perfekt dafür. Aber ich hatte heute einfach mal Lust auf eine andere Farbe. Nicht immer nur braun und schwarz und generell so dunkel. Gut, er ist jetzt auch nicht... Silvercloud ist jetzt auch nicht heller. Aber... Es ist noch was anderes, dieses Blau-Grau mit schwarzer Mähne und dann diese weißen Züge noch mit drin, ist einfach was anderes. Noch eine Sache, wer hat auf dem YouTube-Kanal von Star Stable den Trailer schon gesehen, den sie da neu eingestellt haben? Ich. Sie haben endlich gezeigt, wie es aussehen wird, wenn man seine Pferde führen möchte. Es dauert ja nicht mehr lange, morgen ist schon wieder Montag. Dann kommt Dienstag und dann ist auch schon wieder Mittwoch. Und Mittwoch ist Update-Tag. Und an diesem Mittwoch gibt es endlich die Führstricke. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Weil die Führstricke, auch wenn man dazu dann, wieder die Soundzeug anziehen muss, dann ist das Soundzeug sozusagen wie auch gleichzeitig ein Halfter mit Führstrick. Und ich freue mich schon riesig darauf, weil das macht das Spiel einfach wieder ein bisschen realer, diese Führstrecke. Das heißt, man kann einfach sein Pferd jetzt von Punkt A nach Punkt B führen. Das heißt, man könnte theoretisch sein Pferd aus dem Stall, ich hoffe, dass es geht, dass man das Pferd dann nimmt und aus dem Stall rausführt, um dann das Pferd dann auf, zum Beispiel auf die Koppel zu bringen oder so. Worüber ich mich ja auch ganz, ganz doll freuen würde, wäre... wo wir uns gleich weiter unterhalten. Moment. Ich habe gehört, dass der Weihnachtsstern vom Baum geblasen wurde. Er wurde im ganzen Dorf herumgeweht. Du musst also überall suchen. Leider habe ich keine weiteren Hinweise. Wenn du den Weihnachtsstern hier in Jalaheim gefunden hast, kannst du ihn wieder auf die Baumspitze setzen und mir dann Bescheid geben. Da sieht man auch schon, wo der Stern sich versteckt hat. Wir reiten jetzt einfach mal hier über die Stadtmauer. Also
da habe ich mir jetzt gedacht, also nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, dass man die Pferde dann auch aus dem Stall rausführen kann. Und nicht, dass man dann auf dem Pferd drauf sitzen muss, um aus dem Stall rauszukommen, weil das wäre dann wieder irgendwie kontraproduktiv. Und ich hoffe, dass es bald mal gibt, dass man mehrere Pferde gleichzeitig aus dem Stall holen kann. Ich weiß, es würde dann ein riesiges Pferdechaos geben, aber das wäre doch eigentlich voll witzig, dass man die Pferde, die man nicht reitet, einfach draußen irgendwo auf eine Wiese klatscht, was dann als Weide umfunktioniert worden ist. Und da das Pferd, was man reiten möchte, reitet, macht man dann halt so richtig schön fertig mit Putzen und allem drum und dran. Und dann reitet man das Pferd. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich lustig. Also da warte ich noch so ein bisschen drauf, weil ich muss den Stern erstmal wieder zurück auf den Dings setzen, auf den Weihnachtsbaum. So, wir haben ja 6 Weihnachtsfragmente. Wir kriegen, glaube ich, jetzt noch 2 dazu. Wo war er? Aha, okay, aber jetzt sitzt er auf der Baumkrone. Super. Danke für die Hilfe und frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten dir auch zurück, Gavin. So, wir tauschen jetzt mal eben 6 Fragmente in 2 Wünsche um. Und dann 5 Wünsche in 5 Geschenke. So. Und wir schauen, was wir bekommen haben. Wir haben viel bekommen. So. Eine grüne Juniorenkappe, die behalten wir. Die Nikolausmütze verkaufen wir. Ein grüner Classic Blazer. Warum nicht? Die Mütze haben wir auch schon. Und ein blau gestrickter Baumwollpullover. Den behalten wir auch. So. So, das wäre dann auch schon verkauft. Den Rest behalten wir. So, das war's dann auch heute schon wieder von mir, von Star Stable. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Star Stable Tag. Tschüss!